Hallihallo, Freunde der Nacht. Willkommen zurück bei WoW Classic. Ich bin auf unserem Bankcharakter und werde mal gucken, was wir losgeworden sind. Und es ist eine ganze Menge. Das Golderz, Mana-Tränke, Magiestoff, dickes Leder, Runenstoff. Und wir sind tatsächlich diese Runenstofftasche losgeworden. Das Muster, unglaublich. Okay. Dann, haben wir hier auf jeden Fall Gewissheit, dass sich das lohnt zu kaufen. Mal gucken, ob es direkt wieder da ist. Ist gerade gar nicht genau, wo das war. Ich glaube da oben, ne? Ja, was wollt ihr? Was habt ihr im Kopf? Darf ich euch meine Waren zeigen? Okay, es ist hier gewesen, aber jetzt anscheinend, jetzt habe ich sie gerade mal nicht. Frostsäbler Stiefel, erhebliche Gesundheit, das Ding könnte man eventuell kaufen und dann wieder verkaufen, aber falls ihr je was braucht, das lasse ich. Das wäre mir zu riskant. So, ich werde jetzt nach Feralas gehen. Von Feralas, da werde ich die Quest abschließen. Und dann werde ich mich wieder zurück teleportieren. Aber erstmal jetzt hier. Sind nicht meine ganzen Aufnahmesettings gut? Ja, die sind gut. Was braucht ihr? Ja. Was soll ich sagen? Das wird jetzt eine Zeit lang dauern. Zieht. Ich kann mich ja in der Zeit schon mal war denn diese Quest? Das ist es. Das Videre-Elixier. Ja, aber wo ist denn Feralas? Mal, funktioniert das Way? Ja, es ist kein Befehl. Ich glaube, da braucht man ein Add-on für. Ich kann mal so gucken. 4525, sagt er. Also ich würde sagen hier. Ist aber falsch. Das ist hier. Muss man einen Köder kaufen? Da muss man den Köder irgendwo hinlegen. Ach, ich habe keine Ahnung.
Wir werden uns das ansehen, wenn wir soweit sind. Ich hasse Ogrimmar Soundtracks. Immer nervig. Aber wenn wir nur Ogrimmar sind, dann haben wir schon ein ordentliches Stückchen. Das ist halt, ihr müsst euch das überlegen. Wir investieren jetzt hier wirklich Zeit, bis nach Feralas zu fliegen. Und werden da im Endeffekt nicht besonders viele Erfahrungspunkte bekommen. Wenn man sich das vor Augen macht oder vor Augen führt, dann ist einem klar, das kann sich eigentlich nicht lohnen. Paranoia. Mittlerweile haben wir, glaube ich, sogar schon ein paar 70er. 1, 2, 3, 4, 5 Stück. Einige davon holen noch gerade auf. Ach ja, ich erinnere mich noch, als wir hier im Brachland geköstet haben. Kommt mir schon wieder vor wie eine halbe Ewigkeit. Irgendwie finde ich, dass man sich zu kurze Zeit, zu knapp im Brachland aufhält. Hier ist einer gerade dabei. Wie viele Leute sind denn gerade im Brachland? Oh! 36 Leute. Das Brachland. Viel los hier. Ja, auf der Höllenfeuerhalbinsel ist natürlich richtig viel los. Kann man eigentlich Skulls Unterschlupf schon eröffnen? Schlangen nicht. Das wollte ich jetzt eben mal kurz nachgucken. Welche Raids momentan auf sind. Okay. Also es sind momentan drei Raids offen. Karazhan, Ghouls und Ghoul und Makteridon und die sind auch alle schon drei geklärt worden. Da gab es wohl ein ziemlich krasses Wettrennen. So ein kleines Race to World First. Vielleicht ein YouTube-Video von?
Also die sind schon in den ersten 2 Tagen, war das schon in dem Gelände. Also die haben anscheinend wirklich ziemlich krass durchgezogen hier. Ich glaube von Progress war die erste Gilde, die hier wirklich die Karasan als erstes gelegt hat. Nicht schlecht. Ja, cool. Also ich habe mir jetzt gerade parallel so ein bisschen mal gerade das Video durchgeskippt. Das hat schon was. Warum sind denn jetzt hier so viele Quests offen? Seid gegrüßt. Ach, das sind die Düsterbruch-Quests. Da wird noch bei jedem Level gratuliert. Das Ding könnte ich ja nicht auch mal wegtun. Ja, wisst ihr noch, als wir hier diese Grimling-Flitzer gefarmt haben? Auch schon wieder gefühlt eine Ewigkeit her, ne? Wow. Ja, also diese Quest, ne, hat uns reine Wegstrecke jetzt fast 15 Minuten gekostet. Nur um wirklich vom einen Ende der Map zum anderen fast zu kommen. Ja, gut, im Silithus wäre noch weiter weg gewesen, aber es ist halt... Es ist ein Stückchen. Sagen wir mal, wie es ist. Übrigens, ich hatte ja vorhin gesagt, dass die Yetis hier so die ersten dieser Art sind, die wir gefunden haben. Was natürlich Blödsinn. In Feralas gab es natürlich auch Yetis. Die ersten Schnee-Yetis allerdings, die haben wir in Feralas gefunden, weil es halt für uns... Ja, die erste Schneewelt war, ja. Wir sind ja nie nach nicht Loch Modan, sondern nach Dan Morok gegangen. Weil es halt auch Zwergenstadtgegend ist, ne? Zwergen und Goblins. Gnome, nicht Goblins. Die darf man ja nicht verwechseln. Die Goblins gibt's ja in Burning Crusade noch gar nicht. Als Klasse spielbar jedenfalls, als Volk. Ja, hier kann ich mich auch noch gut dran erinnern. Da haben wir die Riesen und die Elementare gejagt und erledigt.
Hier müsste übrigens auch irgendwo hier ein Weltboss sein. Und hier gibt es ein Schiff zur Mondfederfeste. Das ist doch dort an, aber das ist Allianzgebiet. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Einfach mitten im Wald hier so eine Fackel, die anscheinend nicht erlöschen kann. So. Hier sind wir jetzt irgendwie richtig, glaube ich. Ach shit, ich hab's jetzt schon weggemacht, ne? Nee. 45,25. So, ein Stückchen in diese Richtung. 25,5. Da oben. Da sehe ich doch was. Was kann ich für euch? Wie geht's? Bleibt sauber. Schön, euch zu sehen. Nördlich von hier. Nördlich von hier. Man sieht sich. Was soll ist das denn da? Seht ihr das? Kristalle. Ich glaube, immerhin ziemlich weit nördlich. Das da hinten meint er vielleicht. Stellt halt auch am ehesten irgendwie so eine Art Ruine. Ja, hier, Ruine von Rabenwind. Ich sag ja. Mann, hier muss man richtig was tun für seine Erfahrungspunkte. Hier waren die Harpchen. 44,10.
Hier, das sieht doch gut aus. Das ist doch richtig da. Rummel, Grummel. Ja, super. Ich kann nicht noch mehr. Man kann nur eine nehmen. Lässt von dem Block ab, den mit dem er die Tür hochgehalten hat und schaut zu dem Köder. Also hat er quasi die Tür immer versperrt, indem er auf irgendwie ja, irgendeinen Block gedrückt hat. Interessant. Wo war denn jetzt der Heini? Da hinten war das da? Und dann mache ich damit was? Einfach nach Winterköl. Das kann man übrigens nicht verkaufen. Übrigens, natürlich muss ich jetzt immer noch zurücklaufen. Hier zu dieser Stelle. So viel dazu. Oh, je. Es ist aufwendig, ne? Und das alles für diese eine Quest. Könnt ihr euch nicht vorstellen. Im Nachhinein gibt es ja wahrscheinlich nur 5000 Erfahrungspunkte. Ich finde, diese Art von Quests sind die aufwendigsten überhaupt im Spiel. Generell die Quests, wo man viel reisen muss. Ja, ob ich jetzt, weiß ich nicht, 50 Mobs umnieten muss, um dafür dann meine Items zu bekommen, die ich dann irgendwie in Questerfolg bekomme. Gut, das ist im Zweifel anstrengend und nervig, aber ich finde diese Reisen, wo man wirklich ziemlich weite Strecken zurücklegen muss, das finde ich viel mehr anstrengender. Eigentlich wollte ich heute länger machen.
Und mir fallen langsam aber sicher die Augen zu. Und deswegen werde ich jetzt hier nicht noch weiterfahren. Da war es halt in diesem Part ein bisschen unergiebiger. Ich könnte mir jetzt auch noch irgendwie einen Energy-Drink hinter die Binden kippen. Aber das ist ja auch nicht irgendwie der Sinn dahinter. Dann penne ich morgen im Zweifel irgendwie viel zu lange. Und ich habe morgen echt viel zu tun. Ach, leck mich doch. Das Ding ist einfach, ich bin jetzt müde, aber wenn ich dann nachher im Bett liege, dann liege ich dann plötzlich im Bett und merke, oh, ich bin doch nicht müde. Habe ich schon so oft gehabt. Diese Tasche dafür 12 Gold verkaufen. Oh Gott, Kacke. Verkaufen konnte. Manchmal Fettfinger ich, ne? Dann drücke ich da plötzlich irgendwelche Tasten, der baut mich ab, ne? Ja, ich wusste es, ich wusste es. Ich schwör's. Das hat sich irgendwie so angebahnt. Mit Burning Crusade gab es übrigens die erste Arena-Saison, merke ich übrigens gerade. Das heißt, im Zweifel kann man hier auch wieder Arena spielen und einen neuen Gladiator machen. Ich finde die Munition ziemlich cool vom Design. Und was ich übrigens richtig retro finde, und das finde ich wirklich schade, dass es das mittlerweile nicht mehr gibt, dieser Schlüsselbund. Ja, den finde ich so klasse. Ist so retro. Genauso wie das Zeichen da oben, Mond oder Sonne, je nachdem, welche Zeit ist. Finde ich hier super nostalgisch. Und ich verstehe nicht, warum Blizzard das weggemacht hat. Verstehe ich nicht. Ich hätte auch immer nach einem Addon gesucht in Retail, wodurch ich diesen Mond oder diese Sonne wieder hinbekomme. Habe ich nicht gefunden. Ich habe mal irgendwie was gelesen, wie es geht, habe es versucht nachzumachen und das hat halt nicht funktioniert. Weiß nicht, ob ich da was einfach was verkackt habe oder ob es einfach Scam war von diesem Informations-Guide-Video, whatever. Meine Güte, long time no see, my friend. Willkommen. Unfassbar. Das ist eine ernsthaft wieder nach Tenaris, ne? Aber wisst ihr was?
Ich reite jetzt noch zurück. Und dann fliege ich offscreen, oder? Fliege ich offscreen? Oh, ich weiß es nicht. Ich gehe jetzt auf jeden Fall erstmal nochmal zurück. Das darf echt nicht wahr sein, ey. Die wollen mich wirklich fertig machen. Das ist ja wirklich. Wir müssen hier wirklich von hier nach dort, von hier nach dort, von hier nach dort, jedes Mal wieder hin und her. Für 7350 krüppelige Erfahrungspunkte, ey. Ganz schön viele Einser-Charaktere. Ich glaube, das sind Bankcharaktere, würde ich mal sagen. Ja, Gildenleiter ist auch noch nicht Level 70. Ja, noch abgebogen hier, weil ich in der Gildenstory rumgeschnüffelt habe hier. Meine Güte. Also das hier ist wirklich eine absolute Reisefolge gewesen. Obwohl die Quest in Feralas ganz nett war. Die war mir tatsächlich neu. Die kannte ich nicht. Und das ist immer eigentlich was Besonderes, wenn ich mal wirklich eine Quest habe, die ich nicht kenne. Gerade diese Quests, die nicht irgendwie spezifisch Horde sind. Und alle diese Quests hier, die irgendwie in diesen neutralen Gebieten gemacht werden können, die sind natürlich nicht spezifisch Horde oder spezifisch Allianz, ne? Die kennen beide Völker. Das heißt Völker, beide sind ja keine Völker, es sind einfach Parteien, ja. Zwei Allianzen, wollte ich fast sagen. Es sind halt einmal die Horde und einmal die Allianz. Ich weiß nicht, wie man es anders bezeichnen soll. Im Endeffekt hätte es ja auch so sein können, dass sich die Goblins der Allianz anschließen. Und die Wargen der Horde. Da hätte man auch Suche machen können. Oder Blutelfen zur Allianz. Und Draenei zur Horde. Hat man natürlich nicht gemacht. Aus offensichtlichen Gründen. Wahrscheinlich loretechnisch hätte es gar nicht gepasst. Und zum anderen natürlich auch der Punkt, dass die Allianz schon Nachtelfen hat. Was soll man da entsprechend mit Blutelfen? Ja, liebe Leute, ich bin müde, ihr merkt's. Wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Und dann machen wir weiter mit WoW Classic. Macht's gut, bis dahin. Ciao.